Saskia Jäger ist ein großer Horst-Lichter-Fan. Für die Sendung hat die 18-Jährige im Trödelladen ihres Vaters einen wunderschönen Spirituskocher entdeckt. Meine Eltern wollten ihn eigentlich gerade verkaufen und ich habe ihn dann im Prinzip dem Kunden vor der Nase weggeschnappt. Gut, dass Sie gerade kommen. Endlich mal ein Fachgebiet, in dem ich Spezialist bin. Ein Küchenherd. Oliver, eine Sensation, oder? Eine richtige Bombe aus den 30ern, ja. Ich kann dir sagen, hier drauf zauber ich dir ein Filetstückchen vom Feinsten mit einer Soße. Oh, ja. Frisch, eine schöne Soße Bernese, frisch auf. Hier drauf kein Thema. Aber du bist dran. Ja, also das kleine Helferlein aus den 30ern von Gustav Bartel, der aus Dresden stammt, ja. Ist die Box super schön erhalten. Man sieht kaum Rostspuren. Wir haben den Tank hier, der kaum korrosiert ist. Wir haben keine Spur eigentlich, dass da irgendwann mal drauf gekocht wurde. Der wurde bestimmt mal angemacht. Deswegen hier so eine kleine Erscheinung wie Ruß oder irgendwie so. Ja, aber der sieht ja wirklich ladenneu aus. Noch was. Ja, selbst die Belüftungsschraube ist wirklich ladenneu. Ja, da muss man sagen, ist ein richtiges Schmuckstück. Mhm. Ja, sieht auch also für mich wunderschön aus. Weißt du, ich bin ja so ein Spielkind, ne, und lieb ja auch Oldtimer. Aber mit dem Tank allein sieht ja so ein bisschen aus wie eine alte Dampfmaschine schon. Ne? Ja. Also bevor ich jetzt den Preis weiß, ich persönlich habe schon so einen unglaublichen Spaß daran, den würde ich mir schon fast gönnen, für einen Oldtimer zu setzen. Aber jetzt möchte ich erst mal wissen, nein, bevor du jetzt deinen Preis sagst, sagt er seinen VK-Preis, den er als Händler genommen hätte. Ich war mit dem Kunden am Verhandeln und ich war drauf und dann das Ding quasi für, in dem Fall muss man sagen, lächerliche 50 Euro vielleicht herzugeben. Also jetzt, Olli, bist du aber dran. Wir reden hier von einer Spanne zwischen 50 und 250 Euro, die man da bestimmt für bereit ist zu bezahlen. Ist ja auch auf jeden Fall wert. Zwischen 1 bis 10 auf der Skala ist das eine 9. Und deswegen ist ja auch irgendwie noch wirklich hochwertig. Die Box sieht toll aus. Von mir das Kärtchen. Obwohl, als Händler brauchst du eigentlich keine Händlerkarte, aber sonst darfst du nicht nach oben. Deswegen gebe ich die Saskia. Bitte schön. Du trägst den schweren Koffer. Und ich hoffe, dass er nicht verkauft wird, weil dann reden wir zwei. dann machen wir zwei das Ding privat. Das darf nur keiner wissen. Ne? Also darf keiner mitkriegen. Nein, um Gottes Willen, ich darf ja hier nichts kaufen. Aber das musst du mit meiner Tochter privat machen. Und glaub mir, das ist... Ich habe ihn ja gefunden. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so viel wert ist und allgemein, was da für eine Geschichte dahinter steckt. Also ich bin wirklich zufrieden, dass ich auch hierher gekommen bin. Hoffentlich hat Saskia sich da nicht zu früh gefreut. Denn die Händler interessieren sich nicht für die Expertenschätzung. Sie wollen schließlich an den Sachen etwas verdienen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo zusammen. Welche Zeit wird das sein? Ha. Das ist so circa aus den 30ern ungefähr. Aus den 30er Jahren. Genau. 40er. Ja. Und wurde hergestellt in Dresden. Ja. Mhm. Also ich fange mal an mit 40 Euro. Werden so mit 70 gehandelt. Ein bisschen muss ich noch dran verdienen. Aber 40 Euro, das ist schon mal in Ordnung. Also da muss man aber auch beachten, es ist wirklich sehr gut erhalten. Also es wurde ja auch nicht wirklich benutzt, bis auf das eine Mal, um es auszuprobieren. Deswegen würde ich ihm 50 geben. Mhm. Aber da muss ich auch sagen, es ist mir auch noch ein bisschen zu wenig, weil soweit ich weiß, ist es das Einzige, was überhaupt noch wirklich in so einem guten Zustand ist. Das sagen das, Sie. Ja. Das sagen Sie ganz. Rausstehen lassen, aber. Auf jeden Fall. Also ich sag mal, mein letztes Gebot. Dann bist du zu 60 Euro. Was würdest du denn sagen? Dann gebe ich noch ein bisschen was drauf und sag 70 Euro. Nee, das machen wir auch nicht. Wie müsste es denn sein für Sie? Also wir wissen, dass es in der Oldtimerei mit Sicherheit seinen Platz findet für jemanden, der einen Oldtimer hat und das quasi als Accessoire mitnimmt, genauso wie den entsprechenden Koffer, der hinten auf den Kofferraum geschnallt wird, etc. Und da sind natürlich 70 Euro ganz eindeutig zu wenig. Dann bitte ich Ihnen 80 Euro. Das sind auch immer noch zu wenig. Ja, also da muss man schon noch ein bisschen was am Preis machen. Ich gebe 100. Ich gebe 100. Seid ihr alle heiß drauf? Ich würde 200 Euro ausgeben.
keinen Euro mehr. Was würden denn noch die anderen Händler sagen? Wird da noch irgendjemand? Da sage ich nichts mehr dazu. Also irgendwann muss es auch gut sein. Also, ich meine, 200 Euro ist ein sehr, sehr guter Preis. Und da würde ich auch ganz schnell Ja sagen. Müssen Sie nicht, um Gottes Willen. Das ist Ihre Entscheidung. Jetzt haben Sie das Wort. Für 210 würden wir einschlagen. Madame, ein österreichisches Wort, glauben Sie mir, das ist beinhart. 200 und nicht mal einen Euro mehr. Was würdest du sagen? Da würde ich Ja sagen. Dann machen wir das so. Sehen Sie. 50. Das ist Dresden, wenn du für dich gewesen. 100. Dresden. Ja, 50, 200. Das ist toll. Bitte schön, Ihr Geld. Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke auch. Alles Liebe. Ich selber bin mega zufrieden, wenn ich daran denke, was ich selber ganz spontan dafür erlöste, in Verhandlungen zu dem Kunden. Das ist das natürlich jetzt wirklich Gold wert. Wolfgang, einmalig. Einmalig. Die Sache ist halt die Leute geben heutzutage für Oldtimer viel Geld aus. Richtig. Und das ist einfach so ein Zuckerl, wie die Österreicher sagen, zum Verkauf. Und ich krieg das schon. Die Dosen schienen wie der ganze Ofen. Deswegen lassen wir es auch zu.